Driving Range. Guten Morgen, heute fahren wir mit diesem frühmorgendlichen Sonderzug von Jamaica zum Hempstead-Abzweig. Dieser Zugdienst soll zusätzliche Kapazitäten für Fahrgäste schaffen, die an dem aktuellen Festival of Golf auf Long Island teilnehmen möchten. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich von Long Island Railroad 2.0. Wie bitte bereiten Sie sich auf die Abfahrt vor, bevor Sie die Fahrgäste hier bei Jamaica einsteigen lassen? Ja, Long Island Railroad 2.0 kommt morgen raus für den PC und für die Konsolen für Train Simulator 4. Und wir schauen uns das Ganze hier schon mal vorab an in dieser Preview-Version. Einmal hier auf Bright gestellt. Ah ne, auf gedimmt müssen wir dies stellen. Die Lichter rüsten hier mal ganz normal auf. Den Fahrtrichtungswender auf Vorwärtsstellung sehen wir hier FWD. Die Bremsen einmal auf maximale Bremsen, bis wir hier 90 PSI haben. So, das haben wir geschafft. Dann geben wir die Türen auf der rechten Seite frei. Und schauen uns jetzt erstmal hier um. Haben hier den M9 Elektrotriebwagen von Kawasaki hier auf der Long Island Railroad 2.0, die veröffentlicht wird, beziehungsweise ja doch morgen veröffentlicht wird. Wobei es kommt natürlich darauf an, wann ihr euch das Video anguckt, aber so sieht das Ganze hier heute aus. Und die fahren heute das Driving Range Szenario und das sieht auch schon mal eigentlich ganz gut aus. Also einiges hier an Szenerie auf jeden Fall. Ja. Kann auch mal ganz kurz hier durch den Fahrgastinnenraum uns den mal ganz kurz angucken. Können uns natürlich hier hinsetzen. Ja, gar keine Frage. Und kann auch jetzt auch wieder zurück in den Führerstand. Nee, das nicht. Sondern einmal den hier. So, dann ist es auch nicht mehr so laut. Jawohl, genau. Also Long Island Railroad mal heute über den großen Teich. Einmal über den Atlantik drüber geflogen und so sind wir heute hier mal im Führerstand und gucken uns einfach mal an, was die Strecke so zu bieten kann. Eins vorab, ich bin natürlich nicht in der Lage, in irgendeiner Art und Weise irgendwelche großartigen Urteile abzugeben, ob die Strecke gut oder realistisch ist oder wie auch immer und wie die Sounds sind und so. Das kann ich alles nicht anbieten. Was ich euch anbieten kann heute, ist, euch einfach nur zu zeigen. Alle Fahrgäste sind an Bord und wir sind bereit für die Abfahrt nach Osten in Richtung Hempstead. Wir halten in Hillside Betriebswerk, damit der Lokführer, der diesen Zug gebracht hat, aussteigen und die Schicht fortsetzen kann. Ah, sehr gut. So, dann, ja. Im Moment. Ach so. Jetzt konnten wir, glaube ich, noch nicht losfahren. So. Und jetzt. Müssten wir doch eigentlich losfahren können. Jawohl. Wir fahren. Aus irgendeinem Grund kann ich aber nicht mit der Taste. Ah doch, jetzt geht's. Nö. Also ich kann bremsen, aber ich kann irgendwie gerade keine Leistung mit der Tastatur schalten. Ich weiß nicht, woran das liegt. Im Tutorial ging das nämlich noch. Da konnte ich ganz normal, indem ich auf A drücke, Leistung aufschalten. Aber aus irgendeinem Grund klappt das jetzt gerade nicht. So. Lichter sind an, hervorragend. Dürfen 15 Meilen pro Stunde fahren. Sehen wir auch hier. Sicherungssysteme sind an. Die sind immer an. Ich kenne mich auch mit dem amerikanischen Signalisierungssystem natürlich überhaupt gar nicht aus. Daher auf jeden Fall, das hat heute ziemlich relevant.
sind hier in ja mit Third Rail, mit der dritten Schiene unterwegs. Wir sehen es hier, da haben wir diesen Stromschuh. Und hier wird dann entsprechend der Strom bezogen. So, das war, glaube ich, der Alerter, der uns einmal ganz kurz gestört hat. Den mussten wir jetzt bestätigen und können jetzt 30 fahren. Nee, doch nicht. Können aber als nächstes 30 fahren. Aktuell dürfen wir nur 15 fahren und 30 dürfen wir dann wann fahren? Das steht jetzt nicht genau hier, aber okay. Wir können hier die Bildschirme so ein bisschen bedienen. Trouble Screen, Acknowledge. Maintenance Screen. So, jetzt dürfen wir 80 fahren. Einmal dann auf maximale Leistung. Auf maximale, wie man es hier in den USA sagt, ganz klar. Huch. Okay, ich wusste gar nicht, dass wir jetzt so schnell gefahren sind. Achso, wir müssen die Bremsen jetzt wieder aufladen, indem wir auf maximale Bremse gehen. Ich verstehe nicht, warum ich den Fahr- und Bremshebel nicht mit der Tastatur bedienen kann. Irgendwas ist ein bisschen nicht so, wie es sein sollte. Aber eigentlich müsste doch hier Steuerung, Maus und Tastatur, Lokomotive zu Fuß, Kamera, Drehscheibe, Lokomotive. Eigentlich müsste ich doch mit der Taste A Leistung aufschalten können. Jeep. Nee, den Jeep brauche ich nicht. Ja doch, also müsste eigentlich so sein. So, 30, die wir fahren. Können Sie mal hier die Streckenkarte angucken. Es biebt und macht und tut und das verwirrt mich natürlich sehr, weil, wie gesagt, ich kenne mich halt einfach nicht aus mit amerikanischen Fahrzeugen. Die fahren wir auch sehr selten. Das liegt halt eben daran, dass das nicht ganz mein, meine Wohlfühlzone ist, wenn man es so möchte, was die Eisenbahn angeht. Ah, jetzt geht's endlich. Oh, sehr gut. Also ich weiß nicht, was das für ein Bug war, der vorhin irgendwie nicht so ganz... geklappt hat, aber ja. Jetzt können wir endlich mal gescheit fahren. So, wir fahren 60. Und jetzt dürfen wir sogar 80 fahren und müssen hier anhalten. Oh, ja. Ja, das wird ein bisschen sehr knapp. Ich glaube, wir schießen ordentlich drüber. Ja. Mit der Notbremse hat es geklappt. Das sollte natürlich nicht der Fall sein, so einmal hier die Türen aufmachen. Am Betriebswerk. Witzig wäre es natürlich, wenn jetzt wirklich jemand hier aussteigen würde. Ah. Macht aber keiner. So, einmal die Bremsen aufladen. Und auf geht's. Nächster halt Stuart Manor.
dürfen mit 80 Meilen pro Stunde fahren. Da hat der Alerter uns kurz aufgeschreckt. Den müssen wir einfach nur bestätigen. Ist so ein bisschen wie die SIFA, nur etwas mehr random, glaube ich. Hier fahren wir einfach dran vorbei. Ich weiß nicht, was das Signal hier heißt, aber ich glaube, das symbolisiert uns einfach Fahrt. Ich glaube schon. Einmal hoch auf die 80, was auch die Höchstgeschwindigkeit ist von diesem Zug, 80 Meilen pro Stunde. Ja, wir sind zu schnell. Aha, interessant. Da ist ein M7. Müsste, glaube ich, von Bombardier gebaut sein. So, 2,5 Meilen noch bis zu unserem Halt. Overspeed, okay. Aber wir dürfen jetzt nur noch 70 fahren, jetzt gleich. Also es piept und macht und tut, ne? Also es ist wirklich... Gerade wenn man halt nicht so wirklich weiß, was diese ganzen Geräusche bedeuten, macht es das auf jeden Fall äußerst herausfordernd. Sagen wir es mal so. So, ich glaube, Stuart Manor 8000 Feet. Ich kann damit nicht so viel anfangen mit Feet, ehrlicherweise. Aber ich glaube, wir müssen hier anhalten. Nee. Okay, nee, Moment. Oh, haben wir jetzt eine Zwangsbremsung bekommen? Ich glaube schon. Ah, nee. Ja, so. Ich muss einmal ganz kurz hier den Einstellen gehen und wo ist das? Ich einmal ganz kurz auf metrisch umstellen, weil ich komme mit Fuß wirklich überhaupt gar nicht zurecht. Das ist wirklich der Wahnsinn. Bildschirm, Ton, HUD und Gameplay ist das, glaube ich. Celsius, imperiale Geschwindigkeit, Distanzeinheit. Bitte auf automatisch. Maßeinheit, imperial, metrisch, da, so. Ja, endlich. Also jetzt weiß ich wirklich, zwei Kilometer, da habe ich ein Gefühl für, aber was 8000 Yards oder Fuß sind, also wirklich, ne? Nicht die geringste Ahnung, nicht doch nur ansatzweise. Wieso sind wir denn am Overspeeden? Das HUD sagt uns doch, wir dürfen. Wir dürfen doch 80 fahren. Und jetzt dürfen wir 97 fahren. Okay, hier steht vielleicht 60, 70. Vielleicht dürfen wir jetzt 70 fahren. Also 70 Meilen pro Stunde. Was 97 km/h sind.
Kleiner Nachladeruckler. Großer Nachladeruckler. So. Also tut mir leid wirklich für dieses Chaos hier heute, aber das lässt sich leider nicht vermeiden. Also da bin ich wirklich einfach kein Experte für die amerikanische Eisenbahn. Bin mir sicher, da gibt es Leute, die jetzt hier die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ach, Trains to Play, wie du da mal wieder fährst, ne? Vollkommen gerechtfertigt. Oh, wir sind viel zu schnell. Die fahren einfach mit 100 km/h hier gerade ein. Ich glaube, ich muss wieder die Notfallbremse aktivieren. Sonst wird das nichts. Ja. Ah, sieht fast aus wie ein perfekter Halt. Aber sowas von. Zwar mit der Notbremse, aber. Der Garden City Golf Club ist einer der wenigen verbliebenen Man-Only Golfclubs in den Vereinigten Staaten. Er wurde erstmals 1897 als Island Golf Links eröffnet und war mit dem Garden City Hotel verbunden. Er wurde von Walter Travis bis 1899 war der Platz auf 18 Löcher mit einer Länge von über 6000 Yards erweitert worden. Derzeit sind es 6900. 1902 wurde hier das US Open ausgetragen. Im Jahr 2013 wurde der Garden City Golf Club auf Platz 26 in der Liste der 100 besten Golfplätze der USA des Golf Magazine und auf Platz 47 in der Liste der 100 besten Golfplätze der Welt gestellt. Wir gucken uns das Ganze mal hier von außen an, ob wir diesen besagten Golfclub überhaupt sehen können. Ich sehe einen Fußballplatz. Ja, das sieht aus. Nee, das ist so ein Baseballplatz, glaube ich. Okay, ich sehe keinen Golfclub. Interessanter Sound, oder? Von außen, das klingt schon cool. Das ist ein langer, langer Zug. So, in einem Kilometer müssen wir auch schon wieder anhalten. Am Nassau Boulevard. Und schauen mal, dass wir diesmal ohne die Notbremse anhalten können. So, 60 km/h am Bahnsteigsanfang. Ich glaube, das passt soweit. Das W stand für Whistle, denke ich mal. Das wird wohl so eine Pfeiftafel gewesen sein. Und einmal reinbremsen. Ich glaube, wir müssen auch wirklich bis zum Bahnsteigsende fahren, sonst wird das nichts mit der letzten Tür. Und dann sind wir jetzt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber das passt doch hervorragend. Der Garden City Country Club, ebenfalls von Walter Travis entworfen, liegt ein paar Meilen östlich des Garden City Golf Clubs. Er liegt auf einem kleinen Grundstück mitten in einem bebauten Gebiet, macht aber dank Travis das Beste daraus. Als Mans-Only-Golfclub, das muss ich immer noch verarbeiten. Mit einer Länge von 6500 Fuß ist er kürzer als sein Gegenstück, wird aber traditioneller Out-and-In-Kurs gespielt, bei dem sie nach dem 9. Loch, weiß ich nicht, die Spieler müssen die Bahnlinie zweimal überqueren, einmal nach Loch 2 und ein weiteres Mal vor Loch 17. Aus diesem Grund ist die Rückkehr zum Clubhaus nach jedem Loch ziemlich schwierig, da die Long Island Railroad auf dem Weg zum Bahnhof Nassau Boulevard direkt durch den Platz fährt. Das ist ja mal witzig. Also ein Zug, der durch den Golfclub fährt. Also wenn das nicht amerikanisch ist, dann weiß ich es auch nicht. Vielleicht mal ein kleines Bildchen hier an dieser Stelle, dann haben wir das auch mal verewigt hier. Also viel mehr Bilder werde ich jetzt auch heute vermutlich nicht machen, außer vielleicht, wenn wir doch nochmal in die Nähe von der New Yorker Skyline kommen.
Aber so. Ja, das reicht. Türen verriegeln. Wir geben einfach mal, auch wenn man normalerweise nicht so fährt, aber Hebel on the table, ne? Einmal und los. Hier sehen wir mal auf der anderen Seite den Stromschuh. Ein bisschen mal reinbremsen, weil demnächst. Also hier steht 70. Okay, ja, jetzt sind wir im Overspeeden. Ja, also ich kann nicht von mir behaupten, dass ich verstanden habe, wie dieses Sicherungssystem hier funktioniert. Es scheint auf jeden Fall gut zu funktionieren. Aus einer realistischen Perspektive, das habe ich jetzt schon seitens Community. Oh, hallo? Also seitens Community auf jeden Fall als Feedback schon gelesen zum Preview Stream, dass das schon auf jeden Fall alles sehr gut umgesetzt ist. Auch so die Szenerie und so soll wohl ganz gut sein. Aber wie gesagt, beurteilen kann ich das persönlich gar nicht. Ich habe einfach nur Panik. Weil ich nicht verstehe, wie schnell wir fahren dürfen, denn... Okay, gut, vielleicht dürfen wir nur das fahren, was immer hier steht. Kann das sein? Vermutlich, ne? Okay, jetzt ist dort 15. Ja. Nee. Cherry Valley, ebenfalls von Walter Travis und... Der Verreement entworfen wurde von Mitgliedern des Salisbury Links Clubs gegründet und liegt wie die... Ja, okay, ist mir egal mit dem Golfclub. Ganz ehrlich, ich interessiere mich null für Golf. Ich würde gerne diesen Zug noch einmal ein paar Meter weiterfahren. Also Golfen, denn Leute, die Golf spielen, sind mir auch richtig suspekt. Außerdem, wie gesagt, ich muss das immer noch so ein bisschen verdauen mit diesem Mans Only Club. Dass es da echt Leute gibt. Die sich da irgendwie... selbst abkulten, weil dann nur dann Männer irgendwie Golf spielen dürfen. Also, sorry, aber halte ich jetzt ehrlicherweise nicht viel von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also so viel dazu. So, wir fahren mal hier einmal ganz kurz an den Bahnsteigsrand ran. So, jetzt mal die Türen auf. Die gute Dame steht hier mit ihrem Golfschläger. Na, Tatsache. Der Herr auch, ja. Also sie, gute Frau, waren definitiv dann nicht in dem Men's Only Golf Club, ne? Also da dürfen sie ja nicht rein. Sie schon mit ihrem grünen Trainingsanzug hier. Also, sieht aber schick aus, ne? Naja, okay. Können wir jetzt irgendwo einen Golfclub sehen? Wir konnten ja durch irgendeinen Golfclub einfach durchfahren, ne? Aber ich sehe immer noch keinen Golfclub. Interessante Gebäude auf jeden Fall. Hier noch ein Bus. So, Fahrgäste einsteigen lassen, das tun wir. Allerdings geht der Balken nicht hoch. Ich mache mir die Schürze. Tür und Riegeln. Türen sind auch entriegelt. So läuft der Balken jetzt hoch. Nee, irgendwie nicht, oder? Ah, doch, ganz langsam. Oder? Doch, doch, okay, der läuft hoch, aber irgendwie nur sehr langsam. Na gut, dann stehen wir jetzt hier ein bisschen länger und lassen noch die Golfspieler und Spielerinnen rein. Gucken wir uns mal ganz kurz hier dieses kleine Bahnhofsgebäude an.
Ticketautomat, Unterstand und natürlich jede Menge Autos. Können wir eigentlich abkuppeln? Ich glaube nicht. Der Zug wird auch mitgeliefert. So, können wir jetzt mal bald die Türen schließen? Noch nicht ganz. Ja. Haben Sie interessante Gespräche über Golf? Irgendwie sowas? Haben Sie irgendwas zu sagen? Dovetail. Trägt er auch Dovetail? Nee. So, Türen zu. So. Okay, das Signal vor uns ist aber rot. Abgelehnt auf Signalwechsel. Okay, gut. Jetzt nicht mehr. Wie schnell dürfen wir fahren? 30, glaube ich. Okay, eingleisiger Abschnitt voraus. Wieso denn Overspeed? Kann mir das jemand erklären? Okay, jetzt haben wir eine Strafe bekommen. Okay, dann dürfen wir nur 15 fahren. Was ist das denn bitte für eine Weiche? Warum ist das hier nicht einfach zweigleisig gewesen? Wer hat sich das denn ausgedacht? Das ist ja mal wild. Ah, okay. Oh. Mann. Oh. Oh Gott, ey, diese Panik, Leute. Ich sag euch das, das ist Stress pur. Jetzt verstehe ich, warum ich so selten in den USA bin. Das ist einfach, nee, das kann ich nicht. Bin da einfach nicht schlau genug für. Ich habe da nicht die mentalen Kapazitäten, um hier rumzufahren. Okay. So, wir sind, glaube ich, schon wieder zu schnell, ne? Yay, die grüne Brücke ist wieder da. Die berühmte grüne Brücke. So, Country Life Press Bahnsteig. Ja, das war der Alerter. Also es ist irgendwie cool hier zu fahren, aber ganz ehrlich, ich bin unfassbar froh, wenn die Fahrt jetzt gleich vorbei ist. So, einmal die Tür auf. Im Jahr 1920 kaufte eine Gruppe von Geschäftsleuten aus der Gegend von Hempstead auf Long Island 122 Hektar Ackerland und Wälder mit der Absicht, einen Golfplatz zu bauen. Sie beauftragten Peter Lees mit dem Entwurf und dem Bau der ersten vorderen 9 Löcher des Platzes Hempstead Golf and Country Club. Für die letzten hinteren 9 Löcher des Platzes hatte A.W. Tillinghast bis 1927 einen Weg durch das von den Geschäftsleuten gekauften Waldgebiet angelegt. In jüngster Zeit hat Stephen Kay Restaurierungsarbeiten auf dem Platz durchgeführt. Heute können Golfer zwischen 4 Abschlägen wählen, sodass der Platz zwischen 5.900 Yards und 6.600 Yards mit einem Parwert von 72 irgendwas
Der Hempstead Golf and Country Club ist ein privater Club nur für geladene Gäste mit einer strengen Kleiderordnung, der jedoch im Gegensatz zum Garden City Golf Club sowohl für Männer als auch für Frauen offen ist. Na, immerhin ein bisschen sympathischer, aber ehrlicherweise die Sympathiepunkte sind auch schon wieder weg, weil es nur ein weil es nur für geladene Gäste ist. Also die High Society hier von Hempstead, die nur dann hier wohl rumfahren darf. Okay. Rumfahren, sag ich schon, hier Golf spielen fahr. Was auch immer das Signal hier heißt. Ich glaube, halt zu erwarten, kann das sein? Also ich glaube, wir dürfen 30 fahren. Ja. Wieso denn irgendwas? Okay, wir dürfen nur 15 fahren. Schon wieder zu schnell. Das heißt, langsam beschleunigen. Langsam, langsam. Okay, und Leistung weg. So. Stress, Stress, Stress. Wieso overspeedig? Achso, ich darf nur 10 fahren. Woher soll ich das denn wissen? Ich weiß es wirklich nicht. Oh Leute. Also, ne, ich beschwere mich nicht über die Strecke und das Sicherungssystem. Es ist einfach, ich verstehe es nicht und... Ich freue mich schon so sehr, wieder mit PZB und LZB zu fahren. Ach, die nächste Fahrt, das sage ich doch, das wird einfach Kassel-Würzburg, LZB und Go. Da muss ich gar nichts machen. Selbst die Siefer lasse ich aus, so. Bisschen Entspannung. Passt unser Zug hier nicht ganz am Bahnsteig? Hier die Leute mit den Koffern unterwegs. Hier mit Kopfhörern. Sehr cool. Oh, ja. Gut, da fahren wir auf den Kopfbahnhof zu. Ja, Alerter, lass mich in Ruhe. Ich glaube, wir passen tatsächlich nicht komplett ins Gleis hinein. Kann das sein? Und einmal anhalten. Nö. Was? Okay, wild. Ja, bitte steigen Sie nicht hinten aus, das ist lebensgefährlich. Aber okay, so viel dazu. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen bei dieser etwas chaotischen und wilden Fahrt. Ja, der Alerter. Ich stehe doch schon. Was alarmiert er mich denn noch? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.